Ja, einen schönen guten Abend. Schön, dass Sie alle da sind. Entschuldigen Sie, dass es etwas später anfing, weil wir warteten noch auf eine kleine Kohorte, die jetzt vielleicht doch nicht geschafft hat aus verschiedenen Gründen. Aber ich bin sehr froh, dass Sie alle hier sind und möchte Sie als quasi Gastgeberin im Namen des Africa Multiple Clusters of Excellence der Uni Bayreuth herzlich begrüßen. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt schon zum dritten Mal in der Reihe Africa Leidoscope meets Arte uns zusammenfinden. Und ich freue mich auch, dass Marion Sippel von Arte, die Pressereferentin, auch da ist. Bevor sie ein paar Worte sagen wird, möchte ich erstmal den Abend kurz skizzieren. Also, wir sind erstmal sehr froh, dass wir hier jetzt schon beieinander sind. Und wir sind sehr froh, dass wir im Kulturhaus 9,5 sind, von Bayreuth, das erste Haus am Platze für persönliche und professionelle Betreuung seit Jahren. Und danke an dieser Stelle. Ich starte mit vielen Danken. Wir danken auch sehr, dass der Moderator Thierry Boutiqueu, ein BIXAS-Doktorand, allseits bekannt hier, sich bereit erklärt hat zu moderieren. Und wir bedanken uns nochmal sehr, dass zwei ausgezeichnete Kollegen Zeit und Expertise bereitstellen, um heute hier zu sein. Das ist Dr. Lamin Dumbi aus Berlin, ein alter sozusagen Jungen im Jahren, aber alter Bekannter von Bayreuth, ein BIXAS-Alumni und im Moment am Institut für Asien- und Afrika-Studien in Berlin beschäftigt, und Dr. Ibrahima Sene, ein Doktorand am Institut für Geschichte Afrikas, dieser Uni Bayreuth. Und wir sind sehr, sehr froh, dass Sie drei das Ganze gleich rocken werden. Und zuerst gucken wir uns den Film an. Danach gibt es eine Fragerunde, die der Moderator mit den Kollegen bestreiten wird. Danach gibt es natürlich Fragen aus dem Publikum, das wir sehr gerne sehr ausführlich beantworten. Und danach schließen wir offiziell, und danach gibt es an der Bar wiederum eine Möglichkeit, mit den Kollegen noch über alles dies und jenes zu besprechen. Und ich danke sehr herzlich nochmal und übergebe das Mikro letztendlich an Frau Sippel. Das Mikro, was ich schon in der Hand habe. Dank und die Freude ist natürlich ganz, ganz meinerseits. Und ich freue mich auch, dass ich sehr heute hier bin. Ich hätte gerne noch ein paar mehr Stühle besetzt gesehen, aber Sie müssen einfach allen Leuten erzählen, was Sie heute Abend verpasst haben. Ich begrüße auch ganz herzlich unsere Arte-Abonnentin unseres Arte-Magazins, die auch heute Abend da ist. Nee, hinter Ihnen sitzt sie, genau, sie ist es, genau. Und genau, es ist unsere mittlerweile dritte Veranstaltung hier, und ich habe dann auch gedacht, ich muss jetzt auch mal nach Bayreuth kommen, weil ich war noch nie hier und wollte es mir dann auch mal angucken. Also dann danke auch ans Kulturhaus von meiner Seite. Und wir müssen noch gemeinsam einen Gruß nach Leipzig schicken, weil diese Kooperation, die wir seit anderthalb, zwei Jahren mittlerweile haben, ist eigentlich entstanden, weil unser Kollege Roman Krawelitzki von der Uni Leipzig irgendwann mal sagte, ihr habt immer auf Arte so tolle Afrika Themen, soll ich dich mal mit Doris bekannt machen, unserer Kollegin von der Uni Bayreuth, vielleicht könnt ihr auch eine Kooperation angehen, naja, bringst halt Doris mal mit, und dann kam Doris, und so haben Doris und ich festgestellt, dass wir das eine gute Idee finden, dass wir solche Geschichten zusammen machen, und es ist unsere dritte, aber mit Sicherheit nicht unsere letzte, genau. Du hast schon erzählt, was uns erwartet, dem habe ich eigentlich nichts mehr hinzuzufügen, also wünsche ich jetzt einen schönen Filmabend und freue mich auf die Diskussion im Anschluss. Dankeschön. Ich heiße Ibrahima. Ich wuchs auf mit einem Fuß in Frankreich und dem anderen im Senegal. In Frankreich hatte ich viele Jobs, war Pizzabote, Leiharbeiter und dann Taxifahrer. Eines Tages wollte ich aber zurück zu meinen Wurzeln und ein Geschäft aufziehen. In der Heimat. Und diese Heimat Ibrahimas ist Dakar. Die Hauptstadt des Senegal boomt in diesen Tagen. Und das weckt die Neugier bei vielen Leuten, auch in Frankreich. Einige Franzosen senegalesischer Herkunft entschieden sich dafür, zurückzukehren in die alte Heimat ihrer Eltern. Auf Wiedersehen Nanterre, Trappes oder Les Mureaux. Hallo, Dakar. Seit ein paar Jahren wandern die Generationen hin und her zwischen Frankreich und Senegal. Die Corona-Pandemie beflügelte den Trend.
Vielen Dank, Madame. Alles Gute. Vielen Dank. Ibrahima besitzt noch seine Routine als erstklassiger Taxifahrer. Fahrgastkomfort, Pünktlichkeit und Sicherheit sind die drei Leitmotive seines eigenen Unternehmens, Salam Transport. Nach 6 Jahren ist es heute die Nummer 1 der privaten Busunternehmen in Senegal. Ist drinnen alles an seinem Platz? Die Wasserflaschen? Checken wir das gleich. Auf einer ehemaligen Müllkippe neben der Autobahn beschäftigt Salam Transport heute gut 20 Angestellte mit einer Flotte von 7 Bussen aus China, die zwischen den verschiedenen Städten des Landes und Dakar verkehren. Ist der Bus sauber und die Klimaanlage gecheckt? Genau, die funktioniert. Und Wi-Fi gecheckt? Wi-Fi auch. Die TV-Screens auch? Da fehlen noch Wasserflaschen. Die müssen noch rein. Die kriegen die Flaschen beim Einsteigen. Okay. Als ich noch klein war, als wir mit meiner Mutter in Urlaub fuhren, da ging es immer nach Temba, über 500 Kilometer von hier. Das war wirklich, wirklich stressig. Da dachte ich, die Reisebedingungen sind hier wirklich katastrophal. Und ich dachte, warum könnte man heute nicht mit einem Komfort reisen, der diesen Namen auch verdient? Das Land hier hat leider keine richtige Infrastruktur, die alle Regionen im Senegal verbindet. Fahrzeuge waren immer da, aber was es nicht gab, war sozusagen die Art, der Reisestil von Salam Transport. Wir brachten das wohl als Erste ins Land des Teranga, der Gastfreundlichkeit. Für sein Start-up verkaufte Ibrahima seine Pariser Taxilizenz und steckte sämtliche Ersparnisse und die eines Freundes in dieses Wagnis. Dakar, das neue Eldorado Westafrikas, ist heute die Stadt des schnellen Erfolgs. Zwischen 2014 und 2019 lag das Wachstum in Senegal bei über 6%. Ein Viertel der 17 Millionen Einwohner des Landes lebt in der Hauptstadt, einer riesigen Dauerbaustelle. Die Grundstücks- und Immobilienpreise steigen rasant. Die Ausbeute der Gas- und Ölquellen im kommenden Jahr verspricht zweistellige Wachstumsraten. Und sie zieht potenzielle Investoren wie magisch an. Hallo Fatih, ich hoffe, es geht dir gut. Hier ist Kumba von Paris, Senegal. Ich bin unterwegs zum Lac Rose. In 30 Minuten möchte ich dir die Aufnahmen vom Grundstück dort zeigen, um die du mich gebeten hast. Bis gleich. Das war gerade eine Kundin, die will investieren, weil die Grundstücke in Senegal sehr, sehr schnell an Wert gewinnen. Jetzt will ich dahin, damit sie aussuchen kann, ob sie lieber das Grundstück an der Ecke will oder das mittendrin. Mit 35 Jahren hatte Kumba einen attraktiven Job als Managerin bei einer französischen Großbank. Jedoch folgte die junge Frau, die in einer Sozialwohnung zusammen mit 5 Geschwistern aufwuchs, lieber dem Ruf Afrikas. Und so nahm sie ein Sabbatjahr, stieg in ihren Kleinwagen und stürzte sich ins Abenteuer Dakar. Sie gründete ihr Consulting-Unternehmen Paris Senegal für Projekte franco-senegalesischer Rückkehrer. Seit Corona hat das schon rasant zugenommen. Vielen wurde klar, dass sie wieder zurück wollen. Viele wollen sich hier niederlassen. Viele wollen auch einfach nur investieren, denn das hier hat Potenzial. Und das Problem ist, sie wissen nicht, wie. Oft haben sie auch schlechte Erfahrungen gemacht, waren schlecht informiert. Und da müssen wir, ich jedenfalls, arbeite daran, sie vertrauensvoll beraten. Ich sichere all ihre Transaktionen im Zusammenhang mit dem Senegal ab. Nur 20 Kilometer von der Hauptstadt entfernt ist der Lac Rose, der rosenfarbene See. Als beliebtes Ausflugsziel interessant für Investoren. Die Grundstückspreise steigen rasant, schon wegen der geplanten Autobahn gleich nebenan. Und so sieht man hier viele neue Baustellen. Alles in Ordnung, Omar? Geht es dir gut?
Am Seeufer trifft Kumba den Immobilienmakler Omar, der ihr gute Geschäfte vermittelt, bei denen keiner sie über den Tisch zieht. Also die Kundin ist an 9 und 10 interessiert. Denn hier kommt es gar nicht so selten vor, dass ein Grundstück 3 oder 4 Mal an verschiedene Kunden verkauft wird. Salam alaikum Fatih. Salam alaikum Fatih. Geht es dir gut? Also wie besprochen, machen wir diese Besichtigung, damit du dein Projekt sehen kannst. Genau. Ich suche schon seit einiger Zeit. Jedenfalls ist die Lage schon eine Riesenchance. Das hier ist am Lac Rose, einem Touristengebiet. Also ich stelle mich vor, die Grundstücke, damit du die gewünschte Sicht hast, okay? Dann wegen dem zweiten Flurstück, das ist direkt hier dahinter. Ah, dahinter ist der Brunnen. Genau. Mit beiden zusammen hast du 300 Quadratmeter. Hier bist du wirklich in deinem Haus bei fast 50 Quadratmeter. Und der Brunnen funktioniert? Ja, der funktioniert. Aber gleich vor deinem Haus ist ja einer. Das ist ein Vorteil. Ich kann dir eine Frist von 7 Tagen einräumen. Aber nach den 7 Tagen gilt, wer zuerst kommt, mal zuerst. Mehr als 7 Tage geht leider nicht. Reichen dir 7 Tage denn? Jede Woche besucht Kumba ihre Großmutter in Pekin, einem armen Viertel in Dakar. Für sie auch ein Back to the Roots in ihre Kindheit mit dem Nationalgericht Thiboudienne. Guten Tag, Großmutter. Guten Tag, Kumba. Wie schön, dich wiederzusehen. Du hast mir gefehlt. Geht es dir gut? Ja, und dir? Bist du gut angekommen? Bist du fit? Ja, ich wollte dich mal besuchen. Und wie läuft dein Umzug nach Senegal? Was liegt dir mehr, Senegal oder Frankreich? Du weißt doch, Großmutter, ich liebe den Senegal. Hier lässt es sich gut leben. Ich bin in den Senegal gekommen, weil ich arbeiten will und um meine Erfahrung einzubringen. Ich will auch die Familie weiter unterstützen, aber das ist nicht immer so leicht. Das ist ja nicht wie in Frankreich, aber so nach und nach passe ich mich an. On passait de longues vacances ici avec mon père qui était gardien au Musée de l'Homme à Paris. Wir haben hier lange Ferien mit meinem Vater verbracht. Damals hatten wir keine große Lust, hierher zu kommen. Heute ist das unsere Stärke. Ich habe sehr gute Erinnerungen. Deshalb komme ich jede Woche hierher. Das gibt mir Kraft für den Alltag im Senegal, nicht selbstverständlich. Oh, was hast du denn da Tolles gekocht? Kost du doch mal den Fisch. Der ist aber dick. Nimm das Stück da, das ist gut gewürzt. Kumba, Ibrahima und die anderen Rückkehrer eint fast immer die gleiche Geschichte. Der Vater war nach Frankreich ausgewandert. Sie lebten in bescheidenen Verhältnissen, eine Kindheit in der Pariser Banlieue und stark in Afrika verwurzelte Eltern. Afrika wurde allmählich auch zur Heimat dieser Kinder. Heute bin ich Senegalese. Das kann ich nie ablegen. Ich habe in Frankreich gelebt, bin in Frankreich aufgewachsen, aber das kann ich niemals ablegen. Heute sehe ich mich selbst als Mischlingskind. Als Mischlingskind kann ich nicht sagen, mir ist mein weißer Vater lieber als meine schwarze Mutter, verstehen Sie? Das ist ungefähr dasselbe. Und die Verbindung beider Kulturen kann etwas Schönes sein. Salam Transport hat zwar heute seinen Sitz im Senegal, aber in Salam steckt auch die französische Seele mit drin. Denn heute bringen wir eine Strenge mit ein, eine Disziplin, Arbeitsbedingungen, wie man sie nur in Europa findet.
Heute ist Afrika für mich wie Frankreich in den 50ern, bevor die Portugiesen ankamen. Die Algerier mit den Bars, die Marokkaner mit den Gemüseläden. Verstehen Sie? Mit den Tunesiern und den Bäckereien. Also ist Afrika für mich wie damals die 50er Jahre. Und ich denke, den Jungen wie uns geht allmählich auf, dass man in Afrika noch Erfolg haben und auch etwas zur Entwicklung des eigenen Landes beitragen kann. Guten Tag, Usman. Chef? Bis wann liefern Sie mir was? Bis spätestens Donnerstag. Gut. Idrissa Diabira arbeitet für eine Regierungsbehörde, die kleine und mittelständische Unternehmen in Senegal unterstützt und betreut. Jeden Tag landen auf seinem Schreibtisch neue Unterlagen von Firmengründungen, von Rückkehrern aus Frankreich. La Diaspora pour le Sénégal est la... Für den Senegal ist die Diaspora die 15. Region. Der Senegal hat 14 Regionen und als Präsident Macky Sall von der 15. Region sprach, meinte er damit die Rolle, die Bedeutung der Diaspora für den Senegal. Die Mitglieder der Diaspora sind mit dem, was sie in ihrem Gastland gelernt haben, wo sie geboren sind, Akteure mit vielleicht noch mehr Unternehmergeist, was dem Senegal helfen kann, sein gesetztes Ziel zu erreichen, nämlich Wohlstand für alle bis 2035. Sieben Busse, eine Ehefrau und vier Kinder. Ibrahima ist ein angesehener Mann. Er und Idrissa, sein Geschäftspartner und Kindheitsfreund, haben viele neue Ideen. Und an diesem Morgen, Überraschung, kommt sein Vater ihn besuchen. Er lebt immer noch in Frankreich. Mes enfants. Meine Kinder, zuallererst, ich bin zufrieden mit euch. Ihr habt Baraka, ihr seid gesegnet. Ihr seid in Frankreich geboren, dachtet aber immer an eure Urgroßeltern, die noch zu Fuß gingen, auf dem Pferd ritten oder auf Eseln. Das kannten wir. Darauf bin ich sehr stolz. Denn die im Ausland geborenen Kinder, ganz besonders in Frankreich, haben nicht dieselbe Bildung. Wir sind hier in Senegal aufgewachsen und ich weiß, was hier los war. Ich habe darunter gelitten, ich habe alles versucht. Mit 18 habe ich mein Dorf Tambacounda im Ostsenegal verlassen. '71 kam ich nach Frankreich und begann als Tellerwäscher zu arbeiten. Und nach habe ich Koch gelernt und am Ende war ich Chefkoch. Mein Wunsch heute ist, und darum bitte ich Allah, noch mehr zu tun. Und was heißt mehr? Wir brauchen Flugzeuge zum Reisen. Ihr lacht, aber das ist die Wahrheit. Das wird kommen. Man weiß nie. Aber ein Umzug nach Afrika ist nicht immer einfach. Der Traum von der Rückkehr in die Heimat hat sich für manche nicht erfüllt. 3 Jahre lang betrieb Malik in Dakar eine Schneiderei und eine Boutique für Designerkleidung. Ist das in Ordnung? Alles okay? Nicht zu eng? Nein, schon okay. Fühlst du dich gut darin? Es geht, es ist bequem. Zu viel Ärger mit den Behörden, zu viel Druck, zu viel Einsamkeit. Nach einem Burnout packte Malik seine Koffer und zog zurück in die Pariser Banlieue. Zu welchem Anlass willst du das tragen? Für eine Hochzeit. Als ich den Laden hatte, ging das nicht richtig voran. Das liegt an den Arbeiten, den Handwerkern, vor allem die Termine, wo du denkst, morgen sind die da, dann sind die morgen nicht da, fangen irgendwas an, das wird nicht fertig. Oder sie verwenden nicht das richtige Material. Wir machen einen Anstrich, der hält. Im Senegal hält der Anstrich nicht. Dann muss eine Schicht Spezialfarbe her. Das muss man alles wissen. Und vor allem blieb das alles an mir hängen. Ich hatte mit allen möglichen Leuten zu tun und wusste nicht, wohin. Wenn ich einen Maler brauchte, bin ich auf Facebook gegangen. Wenn ich einfach nur ein Schloss gesucht habe, wusste ich nicht, wohin. Als ich ankam, kannte ich die Codes nicht. Und ich brauchte Zeit, um die zu verstehen. Ich hatte einen ziemlichen Burnout und da wollte ich einfach nur wieder zurück nach Frankreich. Trotz aller Schwierigkeiten bleibt Koumba dran an ihrem Traum von einem anderen Leben.
Danach suchen viele Kinder von Einwanderern. Manche leben schon im Senegal, andere warten nur noch auf den richtigen Moment. Guten Tag, herzlich willkommen. Warte mal, du musst Al-Masirweb sein. Bist du gerade umgezogen? Ich versuche es. Wie lange schon? Einen Monat. Einen Monat? Aber so langsam kriege ich Heimweh. Ah, du hast Heimweh? Oh ja, ja. Die Woche ging schon gut los für mich. Was ist passiert? Lebensmittelvergiftung. Oh, meine Arme. Okay, herzlich willkommen. Setz dich hin, wo du magst. Ich bin super froh, dass du da bist. Regelmäßig organisiert Kumba über ihr Serviceunternehmen Paris Senegal Meetings. Auf dem Programm eines schicken Hotels in der Hauptstadt stehen heute früh Brunch und Networking. Das Ziel ist eine engere Zusammenarbeit. Man kann bei einem Event mit 300 Leuten nicht mit allen 300 sprechen. Tauscht euch aus, es gibt unglaubliche Möglichkeiten für Synergien. Also, guten Tag, ich heiße Binta Gissé. Ich bin vor einem Monat angekommen. Ich finde, der Umzug nach Senegal, da kriegt man einen vor den Latz. Man weiß nicht, was auf einen zukommt. Urlaub und Umziehen sind halt was völlig anderes. Man hat Probleme vor Ort. Der Strom, das Wasser werden abgestellt. So geht das wohl allen, aber so ist das halt. Wir haben mit Frankreich da schon Komfort zurückgelassen, aber nicht umsonst. Ich hoffe, ich bleibe eine Zeit lang und naja, danke euch. Guten Tag, ich heiße Mariam. Ich bin vor 2 Tagen angekommen. So langsam gewöhne ich mich ein. Ich bin Krankenschwester. Ich ziehe erst mal um und dann kommt eins nach dem anderen. Hebt die Hand, wenn euch, wie mich, Afrika fasziniert und ihr überzeugt davon seid, dass die Zukunft vor uns liegt. Hebt die Hand, wenn ihr, wie wir, glaubt, dass Einigkeit Stärke bedeutet. Wir kämpfen die ganze Zeit über mit allen möglichen Problemen. Seien wir Problemlöser, lasst uns Lösungen für all diese Alltagsprobleme finden und traut euch weiterzugehen, über die Grenzen hinaus, die man uns in Europa setzen will. Für diese französisch-senegalesischen jungen Leute sind Frankreich und Europa heute weniger interessant als Afrika. Doch im Senegal riskieren viele junge Menschen immer noch ihr Leben, um ihr Land zu verlassen, für ihren Traum von Europa. Lassana, ein Cousin von Ibrahima, folgte vor einem guten Jahr dem Lockruf der Fremde und fuhr aufs Meer hinaus. Ich habe Freunde, die sind übers Meer gefahren und da dachte ich, da fahre ich auch übers Meer. Ich will unbedingt nach Europa. Das lief über einen Schlepper. Wir haben Geld gezahlt und waren dann 5 Tage lang im Boot unterwegs. Dann wurde das zur Irrfahrt. 5 Tage dauerte das. Dann hat die Marine uns rausgefischt. Sie steckten uns ins Gefängnis und schickten uns wieder zurück nach Senegal. Heute arbeitet Lassana bei Salam Transport. Ibrahima will alle seine Angestellten halten und deshalb bezahlt er sie gut. Um wie viel Uhr hast du angefangen? Gegen 11, 11:30. Oh, das ist okay. Der senegalesische Mindestlohn liegt bei 100 Euro. Den verdoppeln wir. Wir verdreifachen ihn für einige sogar. Wenn er den doppelten senegalesischen Mindestlohn kriegt, ist das für ihn eine Wertschätzung. Da überlegt er schon zweimal, ob er woanders hingeht. Das zum einen. Aber darüber hinaus gibt es noch mehr Vorteile. Prämien, bezahlten Urlaub. Wir zahlen Prämien auch jeden Monat. Die kriegen bei jedem Fest was dazu. Am Ende ist das wie eine Familie. Das Gute an Afrika ist seine Jugend. Da wird menschliches Kapital im Meer versenkt. Traurigerweise weinen viele Frauen, Mütter immer noch um ihre Kinder. Und viele konnten noch nicht trauern, weil die Leichen noch immer verschollen sind. Und das schwingt mit, wenn man Afrikaner ist. Ich war 23 Jahre lang in Frankreich und habe vieles gemacht. Ich habe eine schöne Karriere gemacht und irgendwann hat es bei mir Klick gemacht. Irgendwie merkt man plötzlich, wo man am nützlichsten ist. Und deshalb bin ich zurück in den Senegal. 15 Jahre lang arbeitete Bakary Koli in Frankreich bei einer staatlichen Bank. Seine Idee für Senegal war ein Start-up mit E-Motorrädern.
Was willst du mit unseren E-Motorrädern machen? Ich will damit Lieferungen machen. Lieferungen, sowas läuft gut in Dakar. Okay, was lieferst du so generell aus? Pizzas, Post, alles. Also, unsere Motorräder sind sehr gut für Afrika geeignet. Vor allem haben sie einen E-Motor, denn das Entscheidende ist die Energieversorgung. Und welche Reichweite hat das E-Motorrad hier? Ja, es hat eine große Reichweite. Eine volle Batterie hält 140 Kilometer. Hier öffnest du, da passen zwei Batterien rein. Du steckst die Batterie rein. Und wenn die Batterien mal leer sind, tauschst du sie hier aus. Wir haben Ladestationen, die gibt es fast überall in Dakar. Das sind Batterieshops. Immer wenn du eine brauchst, kommst du, weißt dich aus, dann sehen wir, ob du das bist, und du tauschst deine Batterien aus. Hier setzt du die alte rein, schließt sie an und nimmst eine neue. Okay? Und dieses System heißt SWAT. Damit kommt man beliebig weit. Für 6.000 Francs CFA pro Tag habt ihr alles inklusive. Das E-Motorrad, die Wartung und 24 Stunden gratis aufladen. Also unbegrenzte Reichweite. Und wir bieten noch eine Versicherung für das Motorrad und eine Krankenversicherung für dich, deine Frau und zwei deiner Kinder. Das ist unser Komplettpaket. Damit könnt ihr rundum sorglos arbeiten. Interessant. Ja, dieses Angebot gibt es in Westafrika so nur einmal. Mit der Hilfe niederländischer Investoren hat Bakary seine Werkstätten auf dem ehemaligen Gelände des städtischen Ausstellungsparks eingerichtet. In 3 Jahren will er 50.000 E-Motorräder produzieren, made in Dakar, die dann durch ganz Westafrika rollen. Bei Little Vigo wollen wir in der Montagewerkstatt gemischte Teams einsetzen. Unser Beitrag als Unternehmen zur Gleichberechtigung von Mann und Frau. Und wir werden diese Einstellungspolitik beibehalten. Und das hat Folgen für unsere Gesellschaft. Unsere Gesellschaften verändern sich stark. 70% aller Jobs, die bis 2030 entstehen, kennen wir heute noch nicht mal. Also müssen wir hier in Afrika träumen. In Afrika und für Afrika. Und wir wollen dazu beitragen, dass dieser Traum wahr wird. À tous les conducteurs de taxi-moto, la compagnie Bob est là, Carcasse, Kaolack, Sénégal. Il est temps qu'on soit conscient, réveillez-vous, il est temps, la jeunesse, il est temps. It is time to be a war. Der Traum von Senegal weckt neue Hoffnungen. Bakary, Kumba und Ibrahima wollen etwas bewegen in Afrika. Ein paar hundert Senegalesen aus Frankreich, deren Eltern einst auszogen, um in Frankreich ihr Glück zu suchen. So, schönen guten Abend alle. Ich bin der Thierry Boudjekeux. Das Licht ist wirklich. Oh, okay. So, danke Doris, dass du mich an diese Diskussion einbeziehst eigentlich. Also ich bin hier der Moderator für diese Diskussion und freue mich auf. Dieses Dauerthema der Migration mit Ibrahima und Lamine zu sprechen, bevor wir, ich werde einfach einige Fragen stellen, also ein oder zwei Fragen, aber ich freue mich, dass das Publikum auch Fragen stellen. Es ist so eine interaktive Session gerade und wir werden nicht so lange sprechen. Also vielleicht also um diese erfrischende Perspektive auszupacken. Lamine, was hast du dann zu diesem Doku gedacht? Vielen Dank, Thierry. Ich möchte auch zuerst mich bei dem Cluster bedanken, Africa Multiple und Arte auch für die Einladung zu dieser wichtigen Veranstaltung. Ja, und auch gratulieren, weil das ist wirklich ein toller Film.
Ja, also ich finde den Film sehr, sehr interessant. Zuerst mal der Titel von Paris zurück nach Dakar. Das erinnert mich an den berühmten Rallye Paris-Dakar. Genau. Aber der französische Titel ist ja de Paris, Retour au Bled. Und das finde ich auch sehr interessant, weil das Wort Bled eigentlich aus dem arabischen Ursprung Wurzel bedeutet. Genau. Also das kommt auch in dem Film sehr oft raus, dass es auch um zurück in die Wurzel geht. Es geht ja um Migranten zweiter, dritter Generation, die immer wieder vielleicht zum Urlaub zurück in die Heimat gegangen sind und sich dann entschieden haben, aus diesen Erfahrungen zurückzugehen, um was aufzubauen. Ja, also es ist interessant von der Perspektive zu sehen, was die vier Leute eigentlich wirklich motiviert hat, diesen Schritt zu gehen. Also ich würde erstmal. Ja, ich habe deine Notizen, also du hast so viel geschrieben, weil also es ist sehr, sehr bereichernd, weil es gibt verschiedene Aspekte von dieser Rückkehr von der Diaspora, also vielleicht dieser Begriff Diaspora. Hm? Also die Personen, die in Doku sind, sind eigentlich in Europa oder sage ich mal in Frankreich geboren. Aber sie haben eigentlich diese, also sie haben diese starke Verbindung zu ihren Wurzeln, wie du gesagt hast. Also ich finde es ganz interessant, dass sie sind in Frankreich geboren und da ausgewachsen, aber sie haben immer diese starke Verbindung. Was sagst du denn dazu? Ich habe die Frage nicht ganz zum Schluss verstanden. Okay, also ich meine einfach, es ist ganz interessant, dass Sie in Frankreich geboren sind und erwachsen. Ne? Genau. Du hast auch erwähnt, wie Sie immer vielleicht für Ferien oder Urlaub immer also zurückgeflogen sind. Aber was ist mir interessant, ist, dass diese wie sage ich mal, diese Afro-Europäer sozusagen, diese Leute, also die sind eigentlich Europäer, Franzose, ne? Die aber diese starke Verbindung an der alten Heimat haben. Also wie lässt sich das erklären? Also wie gesagt, zum Beispiel, ich möchte gerne ein Beispiel nennen, wo der Gründer von Salam Transport zum Beispiel hat ein bisschen erzählt über, wie er seine Wurzel niemals ablehnen kann. Ne? Und es interessiert mir immer, also wenn man so viele Jahre in Frankreich also verbracht hat und allerdings hat die Wurzel nicht so verloren. Ne? Wie der Papa, die normalerweise in Senegal war, ausgewachsen, bevor er nach Frankreich gewandert ist. Ja, das lässt sich eben mit dieser Idee Wurzel erklären. Die Eltern gehen von Senegal nach Frankreich, aber die nehmen ja die Kultur mit, die ganze Identität mit, die sie dann den Kindern weitergeben, auch wenn sie in Frankreich sind. Und das ist interessant, das ist eben nämlich die Verbindung, ja, dass die Kinder, auch wenn sie in Frankreich geboren werden, die Sprache sprechen, dass sie die Kultur zu Hause trotzdem miterleben und dass sie auch zurück in den Urlaub fliegen und wieder zurückkommen, auch die Eltern machen das, dann weiß man, wo die Wurzeln eigentlich her sind. Ne? Das ist das finde ich interessant, auch in dem Film herauszusehen. Vielleicht kurz mal zu Ibrahima dann über Dakar. Also der Doku spricht über Dakar. Also ich würde gerne sagen, also es spricht über Afrika generell, weil das ist ein Phänomen,
die auch also Kamerun oder Mali oder andere afrikanische Länder betrifft. Aber also du bist auch Senegalese, deswegen vielleicht, also kennst du dann diese Rückkehr von der Diaspora in Senegal, als es gerade in der Doku gezeigt wird? Zunächst vielen Dank für die Einladung. Auch und für die Vorstellung. Das ist auch, ich freue mich sehr, hier zu sein und mit Forschen wie Lamine Doumbia an einem Panel teilzunehmen. Das ist für mich auch eine Ehre. Ich bin hier heute nicht als Expert, ausgewiesener Expert auf dem Gebiet der Migrationsforschung. Ich bringe eine Perspektive als Germanist und Historiker mit, der sich mit soziokulturellen und politischen Beziehungen zwischen Deutschland und Senegal insbesondere befasst, mit natürlich einem komparativen Blickwinkel mit Frankreich und zum Film. Ich finde auch, wie gesagt, den Film wirklich interessant. Das ist lobenswert, auch eine andere Facette der Migration aufzuzeigen. Gerade in Europa gibt es auch also derzeit rechte und recht extreme Propaganda gegen die Migration. Und sie behaupten, ganz Afrika wolle nach Europa kommen. Und der Film zeigt das Gegenteil. Das ist lobenswert. Zur Problematik der Rückkehr würde ich aber darauf hinweisen, dass das Phänomen der Rückkehr der Migranten oder deren Kinder gar nicht neu ist. Also Studien zum Beispiel auch schon so vor 50 Jahren zeigen schon, dass 30% der senegalischen Migranten in Frankreich in den Senegal zurückkehren, besonders aus familiären Gründen. Und auch zum Beispiel eine recente Studie auch schon von Migration Africa from Europe zeigt auch genauso, dass zwischen 1960 bis 2009 sogar die Hälfte der Migranten, der in Europa angekommen, Migranten auch plant, in der Heimat zurückzukehren, und 20 bis 50 auch diese Migranten zum Beispiel verlassen das Land innerhalb von 5 Jahren, um zurückzukehren oder anderswohin zu ziehen. Das ist auch, also mit Kindern aus Familiengründen auch. Und zur Erziehung und auch schon Dakar zunächst auch, der Film beleuchtet auch die Herkunft bestimmter Migrantengruppe oder diese Volksgruppe. Man sieht auch schon so, darunter sieht die Fulani, das heißt genannt wie Halbpolar. Oder man die Gruppe, das heißt die Soninke und Sarahole, und die sind die ersten senegalischen Migranten, zunächst im Senegal schon und in Westafrika. Das heißt, die Region, das sind im Norden, an der Grenze zwischen Mauretania, Mali bis Guinea-Conakry, ist in der Kolonialzeit auch wirtschaftlich isoliert. Und sie migrierten, um diese wirtschaftliche Isolation zunächst zu überwinden. Das heißt, sie arbeiteten in der Kolonialzeit auch schon in Ethnosbaugebieten oder auch bei zum Beispiel Eisenbahnbau oder im Handel oder auch, also das zunächst in Senegal und in westafrikanischen Ländern wie Côte d'Ivoire und Gabun wegen der Ernteökonomie, auch schon so, besonders in Gabun. Dann man sieht auch dann, das heißt, diese Volksgruppen sind auch schon sehr konservativ. Und da spielt sich auch schon die Erziehung. Man hat auch schon gesehen, dass sie zum Beispiel auch ab und zu zurückkehren, genau. Und Urlaub, um auch sich mit dieser, das ist keine, es gab keine Trennung, auch schon so.
von den Eltern und auch schon so die Kinder. Deswegen auch schon so diese, die mit die Erziehung spielt ja auch diese Rolle, um die Brücke zwischen Paris und auch schon Dakar so knüpfen. Und Dakar auch so die Frage auch schon, wie Dakar als Germanist und Historiker ist es auch für mich interessant zu beobachten, wie Dakar in der Longue Durée auch als Tor nach Westafrika, aber auch als Treffpunkt für europäische Reisende und Europäer fungiert auch schon. Das ist für mich kein Zufall, dass der Film auch Dakar darstellt zum Beispiel. Es gibt ja nicht nur, also Dakar ist als Zentrum dann für internationale Migration. Das heißt nicht nur Westafrikaner wegen der Kolonialgeschichte auch schon so mit Frankreich, aber auch gibt es viele internationale Organisationen auch schon so und die Institutionen, die auch Migranten bringen, obwohl wir nur von Expat reden. Und das ist die Attraktivität auch schon von Dakar. Vielen Dank. Also ich denke, du hast auch ein bisschen über diese, also am Anfang deine Rede hast du über diese extremistischen, soll ich sagen, Bestrebungen oder so, also die Abschiebung von Ausländern oder so, was haben wir hier, also in Deutschland zum Beispiel gehört, über diese Remigration und so weiter. Ich denke, wir werden darüber nochmal sprechen, aber ich wollte nur sagen, ich habe über diese Wurzel auch ein bisschen geredet, und um zu fragen, zeigt diese Rückkehr der Diaspora von Afropäer, also ich nutze immer diesen Begriff, ist das ein Zeichen von einer Nichtzugehörigkeit zu Europa? Also ich weiß nicht, ob es euch was sagt. Also zum Beispiel, ich meine einfach also sie sind geboren, ausgewachsen in Frankreich. Was zeigt das eigentlich? Du hast schon einmal erklärt, also die Wurzeln wird immer also entwickeln, also wegen die Kultur und wie die Gesellschaft, also von Fulani zum Beispiel, also ist. Aber ich, also mit diesen Extremisten Willen oder so, ich weiß nicht, welche Wörter zu benutzen, also zeigt das, dass sie sind nicht willkommen in Europa und dass sie wollen eigentlich zurückkehren. Und die letzte Frage für mich, bevor ich an das Publikum das Wort wieder übergebe, ist die Perspektive, ne? Wie das Doku zeigt, dass Afrika eigentlich eine andere, also das Gegenteil von diesem Diskurs von Afrika als Armut in Afrika und so weiter. Das Doku zeigt, dass Afrika eigentlich auch Perspektive oder Chance anbietet. Ne? Ich weiß nicht, also was lässt sich also so erklären oder so. Dankeschön für die Frage. Und dann das Publikum kann die Fragen auch stellen. Ja, also deswegen habe ich auch am Anfang erwähnt, was ist dann, also es ist interessant eigentlich zu gucken, was die Unternehmer motiviert hat, zurückzugehen. Also ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass sie sich nicht in Europa willkommen fühlen, weil die sind in Europa geboren und aufgewachsen und haben Fuß gefasst. Aber natürlich merkt man auch, also bei dem ersten Fall, der Musa, der erzählt hat, dass er immer wieder in den Urlaub geflogen ist und als er Kind war und dass er gesehen hat, wie die Infrastrukturen sind. Es ist sehr schwer, in dem Land eigentlich rumzureisen, wegen der Lage der Straßen, aber auch der Transportmitteln und so. Und das war irgendwie so wie sein Kindheitstraum, da zu investieren und da was aufzubauen. Die andere Dame, die Kumba,
also der Reporter erzählt über sie, dass sie eigentlich in Paris in einem Apartment gewohnt hatte, und aber besser in Dakar in etwas größeren Räumen wohnen könnte. Das ist irgendwie, was der Ibrahima auch gesagt hat, dass Dakar eigentlich richtig anzieht. Nicht nur die Migranten von der Diaspora, zweite, dritte Generation, sondern auch andere, die, also es war, also meine eigene Erfahrung mit Dakar war auch so. Also ich habe meine erste Stelle, Postdoc-Stelle in Dakar bekommen, nachdem ich in Bayreuth meine Dissertation fertig geschrieben habe. Und habe auch gemerkt, dass Dakar wirklich so ein Wissenschaftsstandort ist. Also, dass man sieht, dass es sehr viele internationale Organisationen gibt. Das macht Dakar zu einem Melting Pot. Und dass man da wirklich gute wissenschaftliche Austausch, verschiedene universitäre Traditionen, die da sind, natürlich meistens aus Frankreich, aber auch Italien, aus USA, gibt es ganz viele verschiedene. Und da kommt man zusammen in verschiedenen Konferenzen und da kann man seinen Horizont erweitern. Dazu kommt ja auch die Klima. Ja, also Dakar ist wirklich sehr, sehr angenehm zu leben. Es ist 10 Monate im Jahr, es ist super schönes Wetter, nicht zu heiß, nicht zu kalt. Ja, und das Land heißt ja auch das Land der Teranga. Also, was ich eigentlich noch erwähnen wollte, ist, dass also Diaspora ist ganz wichtig für die Regierung. Das kam ja auch in dem Film vor, ja, dass für die Regierung Diaspora soll die 15. Region in Dakar sein. Es gibt sogar ein Ministerium für die senegalesischen, also für die Senegalesen im Ausland. Also das zeigt eigentlich eine besondere Rolle, die eigentlich Diaspora-Leute für Senegal auch wirtschaftlich und so ist. Ja, von daher ist man heutzutage eigentlich so ein Weltenbürger. Ich denke bestimmt, dass die Unternehmer hin und her fliegen. Für die ist Frankreich genauso Heimat wie Senegal. Natürlich weiß man nicht, ja, aber also die Kumba hat ja gesagt, dass sie lieber in Senegal ist. Aber es heißt nicht, dass sie jetzt alles, also die Brücke jetzt zerschlagt oder die Tür zuknallt zu Frankreich. Ich würde anfangen, die Besonderheit der Diaspora-Gemeinschaft ist, was Umika Bawa vielleicht gesagt hatte, dass diese Gemeinschaft ist im dritten Raum, das heißt zwischen Welt, das heißt im Gastland und auch im zwischen Gastland und Herkunftsland. Und was auch Lamine, das ist, was die Reportage auch nicht zeigt, dass sie diese zirkuläre Dimension auch schon der Migration. Es gibt eine Zirkulation im Herkunftsland schon vor der Einwanderung. Man hat auch schon gesehen, dass der Vater kommt aus Tamba und ist dann nach Dakar. Und wie gesagt, die Region wurde isoliert. Und auch dann die Kinder, also der Vater migriert und die Kinder kommen zurück. Das heißt, diese Zirkulation auch schon so und zeigt auch eine transnationale Dimension auch von Migration. Auch die Geschichte, obwohl es, also es gibt schon eine Zugehörigkeit natürlich, die sehr stark auch schon so präsent, aber man kann auch natürlich eine Frustration sehen von diesen Migranten, was auch die Misserfolge der Migration zeigt.
dass sie, die sind Kinder dritter Generation. Und man hat gesehen einige Beispiele, aber alle haben zum Beispiel auch erfolgreich was unternommen. Das ist auch die, ein gewisses Scheitern in der Migration. Und dann die Rückkehr ist ein Neubeginn und auch ein Anfang. Nicht nur also diese Kinder, aber auch für Migranten. Das ist, wie gesagt, die Rückkehr ist kein neues Phänomen. Und das ist immer ein Neubeginn. Und die können auch wieder zurück nach Frankreich oder in andere Regionen, auch schon Westafrika. Die sind auch natürlich privilegiert in dem Sinne, dass sie Franzosen sind. Die haben, oder zumindest haben die doppelte Nationalität. Dann die gehören auch, die, also die Rückkehr im Film meine ich, zu einer gewissen Elite. Die haben dann Zugang zu bestimmten Ressourcen, können auch schon Projekte finanzieren, was die anderen auch schon nicht kann. Das ist auch schon, was die Reportage auch teilweise nicht zeigt. Und das, wenn man, also man lenkt auch den Fokus auf Dakar und sieht man die Zentralisierung des Landes. Dakar ist nicht Senegal. Dakar ist nicht Senegal. Das heißt, wenn man sagt, okay, diese fehlenden Infrastrukturen auch, das ist im Inland. Das ist im Inland. Und dann, wie die Misserfolge sind, wie gesagt, Gründe für Nichtrückkehr bei, bei bestimmten Migranten oder bei diesen Kindern. Weil man migriert mit bestimmten Erwartungen und wenn man nicht diese Erwartungen erfüllt, fühlt man sich nicht bereit, zurückzukehren. Oder kann man auch weiter, das heißt, diese transnationale, die transnationale und die zirkuläre Dimension ist sehr wichtig zu berücksichtigen. Vielen Dank, ja, wir, ich übergebe dann das Wort an das Publikum. Wir haben ein Mikro hier vorne, wir sind live auf YouTube gestreamt, deswegen brauchen wir also ein Mikro, wenn wir Fragen haben, das Wort an das Publikum. Davon gesprochen, dass die Unternehmer ja auch dort Kapital mitbringen und aus Frankreich wahrscheinlich als Kondensationskeim diese Corona-Krise hatten, nicht? Dass sie dann auch sagten, okay, vielleicht probiere ich es dann doch mal wieder in meinem Heimatland, so habe ich das zumindest interpretiert. Die Frage ist nur, wo kommt das Kapital zum Beispiel auch der Kunden dieses Busunternehmers her? Es muss ja auch Kapital insgesamt in Senegal auch verfügbar sein. Gibt es da auch Gründe für? Sind das Rohstoffe oder ist das eine andere politische Kultur? Welche Rahmenbedingungen haben dazu geführt, dass auch mehr Investitionen nach Senegal kommen oder nach Dakar? Ja, um jetzt mal den Punkt zu bringen. Vielen Dank für die Frage. Also ich glaube auch im Film wurde auch erwähnt, dass sie, also Ibrahim, der andere Ibrahim auch, hat seine Taxilizenz verkauft und auch einige Sparnisse. Aber es gibt auch natürlich Unterstützung von der französischen Regierung, um diese Rückkehr zu unterstützen. Also man muss unterscheiden zwischen Abschiebung und Rückkehr, also freiwillige Rückkehr. Die kosten weniger. Und dann gibt es diese finanzielle Unterstützung, aber auch Beratung natürlich
schon in Frankreich und auch schon im, vor Ort. Zum Beispiel bin ich auch in Dakar durch die französische Vertretungen zum Beispiel auch schon, die französische Botschaft. Es gibt, von was ich kenne bis jetzt, keine Gesetze zum Beispiel auch schon in Frankreich, um diese Rückkehr zu unterstützen, auch schon so, weil die Migrationspolitik beschränkt sich auf die Integration und auf die Bekämpfung dieser illegalen Migration. Aber die Förderung der freiwilligen Rückkehr, das ist nicht so keine sozusagen institutionelle oder gesetzliche Rahmenbedingungen. Und die kriegen Förderungen, also von beider Seite. Das ist genau, was ich auch gesagt habe, die kommen mit bestimmten Privilegien. Mit bestimmten Privilegien, die Förderung. Und dann der Zugang zu Ressourcen, zu Kredit auch. Ja, also so würde ich auch eigentlich erklären. Ja? Also die Migranten haben, die wissen ganz genau, wo die Gelder sind. Ich weiß, dass es in Deutschland vor ein paar Jahren bei GIZ war dieses Projekt angesiedelt, ZIM heißt es, also Zentrum für internationale Migration, die irgendwelche Gelder zur Verfügung gestellt hatte, für die Leute, die zurückgehen wollen. Also dazu muss man sich natürlich verpflichten, zurückzugehen. Und man hat aber auch ein Projekt, und das Projekt ist überzeugend, dann kriegt man diese Mittel als Start-up-Funding. Ja, und dann kriegt man sogar so ein Jahr Gehaltsgarantie und so, bis es, also ich weiß das genau, weil als ich war in Bayreuth, hatten wir so die Assoziation von afrikanischen Studierenden, also ich war da auch mit dem Vorstand und da haben wir eben die Informationen gekriegt, dass wir die weitergeben. Und ich kenne einige, die wirklich von diesem Fonds richtig profitiert haben und richtig was aufgebaut haben. Ja, also ja, ich kenne mich auch ein bisschen, also ich habe ein paar Freunde, die mit ZIM zurückgekehrt sind. Und wir müssen auch sagen, also es gibt eine andere, ein anderer Grund, über diese Kapital. Und ich denke, die sind auch Unternehmer. Das heißt, sie haben auch die Ersparnisse, also wie wir gehört haben, sie wollen investieren. Das heißt, sie haben das Geld und sie wollen was also zu Senegal beitragen oder so. Also sie haben vielleicht sie sind Problemlöser, ne, sozusagen. Und sie kommen mit einem kleinen Kapital. Und ich kenne auch also einige Vereine, also Netzwerke von verschiedenen Unternehmen, die dann zusammenkommen, um Unternehmen zu gründen und so weiter, weil ich weiß also von diese verschiedenen Unterstützungen ist nicht genug. Ne? Also das ist nur also eine Motivation oder eine Unterstützung sozusagen. Ne? Es ist nicht das ganze Kapital, aber es ist eine Unterstützung, um diejenigen, die dann rückkehren wollen, zu helfen sozusagen. Und ja, das ist, was ich sagen könnte. Ja. Vielleicht was hinzufügen auch, das ist natürlich auch nicht nur in Deutschland, in Frankreich, aber auch in der EU, und das ist diese ERIN, also European... Ja. European Return and Reintegration Network, die auch individuelle Unterstützung bietet. In Deutschland gab es auch schon in den 80er Jahren auch schon so diese Unterstützung auch, um die Rückkehr zu fördern, wegen auch natürlich der Wirtschaftskrise in den 70er Jahren und die Verschärfung auch zum Beispiel von Migrationspolitik
durch die europäische Grenzschließungen. Das ist auch so. Nur zu sagen auch, alle Migranten sind nicht Unternehmer. Das ist auch im Auge zu behalten, alle können nicht unternehmen. Und was auch gefördert ist, das ist kleine Geschäftstätigkeiten. Also man hat gesehen, die können natürlich was bewegen, aber das ist kleine Geschäftstätigkeiten auch schon so. Und wie gesagt, die Rückkehr ist auch schon so gefördert. Man sieht auch schon so, wenn zum wenn ich die Zahlen auch natürlich von Studien auch sehe, die Visa-Beschränkungen, zum Beispiel auch in den 80er Jahren auch, erhöhen die dauerhaftere Niederlassungen zum Beispiel. Also Migranten, wenn ich das Beispiel von Senegal und Frankreich nehme, senegalische Stadtbürger benötigten bis 1987 kein Visum, um nach Frankreich auszureisen. Und dann durch die europäische Grenzschließungen sieht man Migranten, die früher frei ein- und ausreisen konnten, neigen dann dazu, dauerhaft niederzulassen. Weil es ist riskanter dann, in der Heimat zurückzukehren, da es schwer ist, ein zweites Mal zu gehen. Und man sieht auch schon so, dass er ist, die hängen auch zusammen. Was ich, ja. Warum wird das wieder zurückgeschlossen? Also ich meine, diese Freiwanderung, weißt du warum? Also das ist immer mit natürlich... Weil, also ich sage das, weil also es, also Senegal ist wirklich ein einziger Fall in, soll ich sagen, in Westafrika, in französischsprachiger Afrika-Raum eigentlich. Es gab, also es gab natürlich freie Mobilität, nicht nur von Senegal Richtung Frankreich, aber auch schon, wenn man die Beispiele, also Beispiele von Ländern wie Togo, Kamerun, ehemalige deutsche Kolonial, also Kolonie, gab es auch bis Anfang 80er kein Visum. Das, die dürfen auch schon frei bewegen. Aber warum ab diesem Moment ist auch natürlich interessant. Es gab dann die Wirtschaftskrise in den 70er Jahren und dann diese Massenmigration wegen der Dürre. Und sogar wenn ich auch die Herkunft auch von senegalischen Migranten auch schon sehe, dann das ist ab diesem Moment, wo eine gewisse Transition auch gibt von Bauer, Arbeiter, Diaspora zu einer Händler-Diaspora. Weil wegen der Dürre in Senegal in Ethnusanbaugebieten und weltweit auch diese Ölkrise, was natürlich auch eine Verschärfung der Politik, also Migrationspolitik in Europa auch also so eine Verstärkung der Migrationspolitik in Europa geführt hat. Und da, das ist deswegen diese Grenzschließungen. Und man sieht auch natürlich, warum dann Corona auch mit der Pandemie dieser Trend. Das ist dann auch schon natürlich die Frage von den Auswirkungen der Pandemie auf wirtschaftlicher Ebene, mit der Inflation auch schon so. Und dann natürlich deswegen gibt es auch intensiv, sogar irgendwie schon gesagt, diese rechte und recht extreme Propaganda gegen die Migration, weil eine wirtschaftliche Krise. Senegal ist
sehr interessant. Wenn es weitere Fragen gibt oder Kommentare. Also ich meine, mit diesem Punkt jetzt, der Ibrahim Assay schlägt ja den Bogen zu dem, was auch in der Film vorgekommen ist, ganz kurz aber, zu illegaler Migration, also übers Meer nach Europa. Also das finde ich auch interessant anzusprechen, warum eigentlich machen die Leute das, ja? Also Visumseinschränkung, Grenzen, Schließung, ja, Frontex, alles Mögliche. Und natürlich, manche Investitionen in Afrika sind nicht unbedingt gut für die Menschen vor Ort. Manche führen zu Zwangsumsiedlung, Existenzverlust von manchen Leuten. Und natürlich dann bleibt den Jugendlichen manchmal nichts anderes übrig. Vor allem, viele sind ja auch Fischer. Und es gibt ja verschiedene toxische Verträge, globale Verträge, bilaterale Verträge, von denen die lokale Bevölkerung eigentlich nichts hat. Das ist eine andere Geschichte. Also ich finde, das ist kurz hier angesprochen, aber es ist vielleicht auch ein anderes Thema. Aber man sollte das nicht außer Acht lassen. Also Und dazu vielleicht also die politische Lage in Senegal zum Beispiel. Meinst du also, dass Senegal bereitet sich gerade zu wählen, ne, vor? Und also hat das vielleicht einen Einfluss auf die Zukunft über diese Rückkehr? Wird das also vermindern oder vermehren? Was denkst du? Ja, oder es hat nichts damit zu tun. Natürlich gibt es ja auch schon so, die Welt ist vernetzt auch. Was ich auch zu dem Punkt, zum Punkt illegale Migration auch schon sagen möchte, es gibt einen wirtschaftlichen Gewinn durch diese illegale Migration, also durch die Ausnutzung in Grauzonen. Was macht bestimmte Arbeiten auch schon. Das ist auch natürlich Migranten. Ohne Qualifikation, die auch zum Beispiel auch bestimmte Arbeit machen. Und in Europa. Die Ursachen kennen wir auch schon so. Das ist immer interne Politik natürlich und externe Politik. Also die interne Politik, das ist auch, was im Land passiert. Und die externe Politik, das ist auch schon wie auch die Ausnutzung von Ressourcen. Man will, was unter der Erde ist, aber nicht diejenigen, die auf der Erde auch schon leben. Und das bringt auch schon so zu Auswanderung. So Auswanderung. Und wo auch natürlich auch Gastländer davon profitieren auch, also wirtschaftlich gesehen. Und vielen Dank. Vielen Dank. Ich schnapp mir jetzt einfach das Mikro, weil ich nochmal sagen wollte, ich finde unseren Film insofern gut, als er diesen Perspektivwechsel hat. Das ist eigentlich das, ich finde ihn teilweise ein bisschen auch problematisch, aber dieser Perspektivwechsel ist gut, aber ich habe ja vorhin schon mich bedankt und das möchte ich jetzt nochmal doppelt wiederholen, weil diese Diskussion jetzt gerade, das Gespräch mit Ihnen dreien, ich finde diese Erweiterung des Ganzen, es ist so eine Bereicherung und ich bin sehr froh, dass ich hierher gekommen bin und mir es nicht nur auf unserer Arte-Event-Seite angucke, weil es ja heute aufgezeichnet wurde. Also wirklich, mein Horizont hat heute sich so erweitert nochmal um dieses Thema. Dafür bin ich sehr, 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 sehr dankbar und würde an dieser Stelle sagen, führen wir doch das Gespräch
an der Bar weiter und ich bin sehr gespannt und möchte nochmal ganz, ganz herzlich Danke sagen Ihnen dreien und dir, Doris, hinter mir und Ihnen, dass Sie hier gewesen sind und freue mich auf die Fortsetzung und auf meinen nächsten Besuch in Bayreuth. Vielen Dank.